Erinnert sie das an ihre Wissensorganisation? Das folgende Video erklärt ihr Wissensmanagement anhand der im Wissenskartenmodell nach Vollmer enthaltenen Kartenanalogie. Betrachten wir das Modell als eine Übertragung aus dem Bereich des Garten- und Ackerbaus auf das Wissensmanagement, ergeben sich erstaunliche Parallelen. Das Modell setzt sich mit der Generierung, Transferierung und Anwendung von Wissen auseinander. Es betrachtet die Teilbereiche, Strategie, welches die Wissensmanagementziele in der Organisation beschreibt, Mensch als das handelnde Subjekt innerhalb der Wissenslandschaft, Kultur als Rahmenbedingung für den Menschen, Infrastruktur, welche die zur Verfügung stehenden Ressourcen abbildet, und Organisation, Prozesse, welche für die Integration des Wissensmanagements in der Organisation steht. Strategie. Ein schöner Garten macht sich nicht von selbst. Auch gutes Wissensmanagement ist kein Zufallsprodukt, sondern auch das Ergebnis gründlicher Überlegungen. Die Wissensmanagementstrategie beschreibt das anzustrebende Idealbild für das Wissensmanagement innerhalb der Organisation. Außerdem zeigt sie den Weg dorthin auf, der genommen werden soll. Mensch. Wer einen Garten besitzt, der weiß, wie viel Mühe dieser machen kann. Ein Garten muss angelegt und gepflegt werden. Im Wissensgarten ist es genauso. Wissen muss generiert werden. Diese Aufgabe kommt dem Menschen zu, der als Subjekt auch Träger des Wissens ist. Kultur. Die klimatischen Bedingungen müssen stimmen, wenn es ordentlich Wachstum geben soll. Licht, Feuchtigkeit, Mineralien. Im Garten gibt es viele Einflussfaktoren. Manche lassen sich kaum kontrollieren, andere umso besser. Im Wissensmanagement verhält es sich ähnlich. Schaffe ein Umfeld, das die Generierung und den Transfer von Wissen begünstigt. Anerkennung könnte beispielsweise ein entsprechender Dünger in deinem Wissensgarten sein. Infrastruktur. Manuelles Ernten ist mühsam. Effizienter wird es, wenn die richtige Erntemaschine eingesetzt wird. Die richtige Infrastruktur ist auch im Wissensmanagement wichtig. Wissensmanagement-Tools dienen nicht sich selbst, sondern der Sache. Daran sollten sie auch gemessen werden. Beispielsweise nützt dir das beste technische Wiki nichts, wenn es nicht mit relevanten Artikeln gefüllt wird. Nichtsdestotrotz sind gute Tools wichtig, da erst sie es dir erlauben, die besten Wissensfrüchte zu ernten. Organisation und Prozesse. Die besten Gartenfrüchte bleiben nutzlos, wenn sie auf dem Feld oder in der Scheune verderben. Jeder gute Garten ist eingebunden. Beim Kleinerzeuger an die Küche, beim Bauern an den Supermarkt. Achte darauf, dass auch in deiner Organisation das Wissensmanagement in die Prozesse integriert ist und gelebt wird. Nur wo Wissen bereitwillig geteilt wird und gemeinsam an der Generierung neues Wissens gearbeitet wird, kann eine blühende Wissenslandschaft entstehen. Eine gute Ernte dir auf deinem Wissensacker.